are blood. Free since the flood, they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high, they can see in the dark. Vampires, if you see once a night, don't put up a fight. Make a friend if you can, a friend who can fly oh so high. Vampires. Das sind echte. Ja, ist ja gut. Mir. Moment mal, Leute. Dieser Mann hier ist höchstwahrscheinlich verrückt. Er sagt, ihr gebt euch für was aus, das ihr nicht seid. Er meint, ihr da vorne seid echte Vampire. Naja, ich will nicht behaupten, dass ich seiner Meinung bin. Aber das lässt sich ja ganz schnell feststellen. Sie, kommen Sie mal her. Er meint mich, Onkel Theodor. Nein, ich meinte den Großen da. Aber du bist mir auch recht. Dieser Mann da behauptet, dass ihr echte Vampire seid. Wie könnt ihr uns davon überzeugen, dass ihr es nicht seid, hä? Hier. Zufrieden? Das sind die anderen. Ich kenne den Jungen, die sind immer zusammen. Das sind seine Freunde. Ja, das sind wirklich Vampire. Das sind Vampire, sage ich Ihnen. Sie haben mich jetzt schon genug aufgehalten. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der Friedhofswärter, nach dem überall gesucht wird? Hey, einen Moment mal. So, das genügt jetzt. Wir halten hier an. Wir möchten euch allen gern ein kleines Andenken geben, als Gegenleistung für das, was ihr für uns getan habt. Das sind die schönsten Stücke aus unserer Moossteinsammlung. Da, wo wir hingehen, werden wir sie nicht mehr gebrauchen können. Falls einige von euch nicht wissen, wie man damit umgeht, rate ich euch, sie an einem schönen, dunklen, dunstigen, nassen Ort aufzubewahren. Ja, so ein Ding habe ich mir schon immer gewünscht. Aber warum halten wir denn hier an, Onkel Theodor? Ich werde es dir sagen, weil kein Mensch erfahren soll, welches Schiff wir zu nehmen beabsichtigen. Möchtest du, dass ich gehe, Onkel Theodor? Nein, Thor. Du hast uns nicht nur geholfen, du hast uns gerettet. Du und Rüdiger. Ihm ist natürlich vergeben und Gnade gewährt. Weißt du, Thor, du bist der erste Mensch seit 400 Jahren, der wissentlich Vampiren geholfen hat, ohne eine Belohnung zu erwarten. Wir werden deiner immer mit Freuden gedenken und das ist mehr, als wir sonst Menschen gegenüber empfinden. Und ich lasse dich nicht einfach so gehen, bevor du nicht für mich gespielt hast. Du wunderbarer Zigeuner, du. Er ist gar kein Zigeuner. Tante Dorothee, das war doch nur eine Verkleidung. Nun ja, er wusste aber die Zigeunerantwort auf meine Frage. Wo bist du zu Hause, wo immer ich meinen Mantel fallen lasse? Ich glaube, hinter Thor steckt mehr, als du denkst. Und ich weigere mich einfach, das zu glauben, bevor er nicht auf der Geige gespielt hat. Danach erst weiß ich, ob er wirklich ein Zigeuner ist oder ob er es nicht ist. Hier. Das ist eine Kleinigkeit für dich von uns allen. Ma petit quelque chose. Danke, Tante Dorothee. Es war gut gemeint von den anderen, uns allein zu lassen, damit wir Abschied nehmen können. Tja, also dann? Na, das muss ja nicht für immer sein. Das hoffe ich auch. Wohin werdet ihr gehen? Das wissen wir noch nicht.
Onkel Theodor will es nicht sagen, bevor wir abgefahren sind. Dann werde ich jetzt gehen. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Das wäre nicht gut. Du warst ein guter Freund. Kann ich noch irgendwas für dich tun, bevor du gehst? Ja, eins würde ich gern von euch noch wissen. Was ist Flugpulver? Die Frage habe ich von dir erwartet. Ist das Einzige, was ich dir nicht verraten darf. Aber ich gebe dir einen Tipp. Die Menschen würden garantiert das Geheimnis von Flugpulver eher ergründen, wenn sie ihre Nasen zuhalten würden. Das ist alles, was ihr mir verraten könnt? Und du musst an die Gruft denken. Jetzt ist genug, Anna. Ja, das wär's dann. Also ihr wart meine besten Freunde. Anna! Beiß Anton nicht! Rüdiger, glaubst du, dass ich in dieser schweren Stunde wirklich nur an mich denken würde? Warum nicht? Weil ich für meinen Freund Anton das will, was er auch selbst will. Wiedersehen, Anna. Ich werde dich vermissen. Aber ich habe jetzt nichts für euch. Du hast genug für uns getan. Nein, jetzt nicht auspacken. Na gut. Du kommst aber sehr spät, Anton. Hast du viele Bonbons gesammelt? Oh. Die kannst du doch alle gar nicht schaffen, Anton. Warum hast du nicht aufgehört? Ich war mit einer Gruppe. Heute Abend gab es im Fernsehen nur Vampire. Die scheinen alle vampirverrückt zu sein. Ich weiß auch nicht, was plötzlich los ist. War ich auch im Fernsehen? Also, das kann ich nicht sagen. Für mich sahen alle Vampire gleich aus. Würdest du bitte deine Zähne aus dem Mund nehmen? Danke. Na, du siehst so traurig aus. Bin ich auch, Mom. Hast du denn einen Grund? Ja, Rüdiger und Anna sind heute Abend abgereist. Für immer? Für immer. Oh, Anton, das ist aber schade. Und so plötzlich. Aber... Er hat gar nicht darüber gesprochen, als er hier war. Haben Sie dir vorher gar nichts davon erzählt? Nicht sehr viel. Es war ein guter Freund von dir, nicht wahr? Wenn wir ihn auch etwas seltsam fanden. Gerade das hat mir so gut gefallen. Oh. Mom, ich gehe jetzt lieber ins Bett. Ich würde gerne Party geben, Mom. Eine Alles-ist-vergeben-Party. Also, ich wusste schon ein paar Leute, die ich dazu einladen würde. Ich auch. Wann? Was hältst du von morgen? Oh. Weißt du, wir reden morgen früh noch mal darüber. Gute Nacht. 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 Alle vor Mitternacht an Bord. Wir haben Ihre Bedingungen erfüllt. Ja. Je mehr Leute sich verstecken müssen, desto mehr Wert lege ich auf Pünktlichkeit. Ich habe eigentlich ein größeres Schiff erwartet. Für diese Art von Geschäft ziehe ich diesen Kahn vor. Die Stille von Segel und Ruder. Natürlich. Ja. Und die Mannschaft? Sie meinen, ob man ihr vertrauen kann. Möchten Sie sie sehen? Nein, nein.
Ich habe eigentlich nie über die Zuverlässigkeit von bestimmten Menschen nachgedacht. Für mich erscheinen sie alle gleich. Ich ziehe es vor, keinem zu vertrauen. Sie sind sehr weise, mein Freund. Ich vertraue nur denen, die Grund haben, sich vor der Polizei zu fürchten und deshalb auch Angst vor mir haben. Man hat mir nur etwas von 7 Särgen gesagt. Das ist jetzt der 8. 8. Bringe ihn mir. Öffnen Sie ihn. Einen Sarg öffnen? Nun machen Sie mal halblang. Also gut, dann mache ich es. Ich werde mich ums Boot kümmern. Sehen wir uns also endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Ich würde sagen, nicht ganz. Wieso haben Sie den Sarg geöffnet? Sie wussten doch, dass es keiner von Ihren war. Sie hätten ihn doch einfach stehen lassen können. Sie sind genauso neugierig, wie ich es auf Sie bin. Bilden Sie sich nicht zu viel ein. Ich wollte bloß sicher sein, dass Sie in diesem Sarg sind. Und nicht in einem von denen, die schon an Bord sind. Ich werde nie aufgeben, damit Sie es wissen. Und Sie werden niemanden jemals überzeugen, dass wir existieren. Ihr Wissen isoliert sie von den anderen Menschen. Sie werden sterben, wie sie gelebt haben. Ohne Freunde und einsam. Ach, Theodor, bist du das? Ich fange auch gleich an zu weinen. Ich weinen? Stolz, Stolz! Dieser Mann hat so viel Stolz! Ich sollte sie töten. Aber ich ziehe es vor, sie gehen zu lassen. Sie werden ein großes Problem haben, Geiermeier. Sie werden älter, während wir, solange wir ihnen ausweichen, in Ewigkeit leben. Es ist ein ungleicher Kampf. Warum geben Sie nicht auf? Weil ich mir gerade überlegt habe, zu heiraten, mein Leben mit jemandem zu teilen. Und im Laufe der Zeit werden wir vielleicht ein Kind haben, das meine Arbeit weiterführen kann. Na, ich kenne da eine Witwe. Die hat schon ein Kind. Die wunderschöne Effi. Oh, ja, ja. Fertig waren zum Ablegen. An Bord, Männer, an Bord. Alle an Bord. Stoßt ab. Setzt die Segel. Fertig bei den Riemen. Alle Hände fertig zum Pullen. Und los. Zieht durch. Kräftiger.
Was ist? Bist. Du bist gewachsen. Du auch. Na, nicht so wie du. Wo ist Rüdiger und Anna? Ach, jetzt ist Tag. Vampire vertragen doch kein Licht. Ach ja, natürlich. Ja. Teddy, du wirst es mir nicht glauben. Ganz bestimmt nicht. Na, was denn? Die sind fortgezogen. Rüdiger und Anna sind weggezogen? Wann? Gestern. Ich meine letzte Nacht. Um Mitternacht. Na sowas. Um Mitternacht? Ich hab gleich gewusst, dass du mir nicht glaubst. Na, du musst doch zugeben, das ist ein bisschen plötzlich. Es hat sich so ergeben. Sie haben den Friedhof planiert. Soll ich dir erzählen, wie sie es gemacht haben? Klar. Auf gute Geschichten bin ich immer scharf. Ich glaube, ich habe hier mehr zu vergeben als du, mein Lieber. Bist du sicher? Anton hätte mich beinahe verhaften lassen. Er hat die Polizei auf mich gehetzt. Achtung, aufgepasst. Der berühmte Gläsertrick. Ach. Was er mir angetan hat, war noch schlimmer. Was nicht? Was doch? Was nicht? Was doch? Robert muss mal ein bisschen üben. Nachher tanzen wir aber. Noch habe ich dir nicht vergeben. Anton? Anton, komm doch mal her. Alle mal herhören. Bevor die Party zu Ende geht, wollte ich euch noch erzählen, dass die Idee dazu von meinem Sohn kam. Meinem rätselhaften Sohn Anton, der, wie es eigentlich nur im Märchen passiert, immer geheimnisvoller und geheimnisvoller wird. Er hat auch ein Gedicht dazu geschrieben. Paps? Ach ja, er sagt nicht, er hätte es geschrieben, sondern ein Freund, aber er trägt es uns trotzdem vor. Alles ist vergeben, alles ist vergessen. Alles wird heute so gesehen, als sei es nie passiert. Und weil alle Dinge mal so kommen mussten, wer kann dann behaupten, dass Streit und Kampf und üble Tricks noch über diesen Tag hinaus erinnern soll? War's doch! War's nicht! War's doch! Ach. Naja, es war ja eine dufte Party. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Und weißt du warum? Klar, klar weiß ich warum. Aber du könntest mir trotzdem glauben. Anton, ich wollte dir noch... Warte mal. Was ist das? Eine Geige? Ja, ich weiß ja, es ist nicht so gut. Was ist das hier? Ach, das ist ein Geschenk. Warum hast du es denn noch nicht ausgepackt? Ich weiß nicht. Ich hatte keine Lust, es schon aufzumachen. Hier, fang. Nun, das ist ein Glas oder sowas. Das fühlt man, aber das Päckchen ist so leicht. Wie kommt das? Hast du eine Erklärung? Was ist denn das? Flugpulver! Hey, was steckt denn hier? Darf ich auch wissen, was los ist? Na klar.
klebte einen Zettel am Fenster. Adressiert an Tor. Was steht da? Lieber Tor, neues Zuhause nur ein Nachtflug entfernt, bleiben in Verbindung. Unterschrift der Vertilger. Rüdiger! Ist das so ein Spielchen zwischen euch? Ich glaub schon. Ja. So, Anton. Und das hier habe ich in unserem Keller gefunden. Kannst du mir das erklären? Hat Rüdiger vergessen. Im Keller? War Rüdiger denn wieder im Keller? Ja. Etwa lange? Eine Woche vielleicht. Ja, was sagen denn seine Eltern dazu? Ich meine, sein Vormund. Die haben ihn verbannt. Also, Anton, hör damit endlich auf. Bring ihn mal wieder zur Vernunft, Teddy. Er lebt nur noch in seiner Fantasiewelt. Aber da ist noch eine Sache, die immer noch ungeklärt ist. Das hier. Dieses Glas fliegt wie ein Schmetterling. Was? Oh! Oh. Ist das aus deiner Chemiestunde, Anton? Nein, Anna hat es mir geschenkt. Ach so. Ich nehme an, das ist wieder so eine Merkwürdigkeit von diesen Geschwistern, du weißt schon. Ja, ja, du hast recht. Und ich dachte schon sonst was. Oh, was ist denn das? Oh. Ab heute ist alles vergeben, nicht, Paps? Ja, natürlich. Alles ist vergeben. Nicht so. Richtig. Ja, alles ist vergeben. Guten Nacht, Teddy. Guten Nacht, Anton. Soll das etwa Rüdiger sein? Geh ein bisschen rüber. Ja, das ist Rüdiger. Toll, was? Klasse! Jetzt haben wir beide einen Umhang. Meinen guten und meinen alten. Teddy, stell dir vor, wir können fliegen. Oh, alles ist vergeben, Anton. Alles, wirklich. Oh, wow.